Will man einen Funktionsgraphen anhand von Eigenschaften skizzieren, muss man diese Eigenschaften natürlich erst herausfinden. Und dazu schauen wir uns jetzt mal eine Aufgabe an. Wir haben die Funktion hier gegeben und wir sollen dazu die Definitionsmenge, die gleichen Asymptoten, die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen und eventuell auch weitere Funktionswerte bestimmen. Gehen wir es an. Die Definitionsmenge. Wir wissen, für die Definitionsmenge müssen wir herausfinden, wann jetzt der Nenner 0 wird. Das heißt, wir setzen an, x plus 2 in Klammern mal phi minus x in Klammern ist gleich 0. Da müssen wir jetzt die Werte herausfinden. Aber das ist nicht weiter schwer. Der Satz vom Nullprodukt sagt aus, wenn jetzt ein Faktor, also entweder die erste Klammer hier oder die zweite Klammer 0 wird, dann ist das ganze Ding 0. Das heißt, wir setzen an, x plus 2 gleich 0. Daraus folgt, dass x gleich minus 2 ist und hier 4 minus x ist gleich 0. Daraus folgt, dass x gleich 4 ist. Das heißt, meine Definitionsmenge sind dann natürlich alle rationalen Zahlen ohne minus 2 und 4. Definitionsmenge fertig. Für die Asymptoten brauchen wir jetzt nochmal die Definitionsmenge. Das ist ja alle rationalen Zahlen ohne minus 2, 4. Und wir wissen ja, bei den Definitionslücken, also das, was hier in der Klammer hinten steht, da liegen auch gleichzeitig die senkrechten Asymptoten. Das heißt, senkrechte Asymptoten bei x gleich minus 2, dieses x bitte nicht vergessen, und x gleich 4. Für die waagrechte Asymptote setzen wir einen sehr hohen Wert ein. Das heißt zum Beispiel 1 Milliarde. Wenn ihr euch da noch nicht sicher seid, was für ein Wert rauskommt, dann setzt ihr einfach noch eine höhere Zahl ein, zum Beispiel 1 Billiarde. Und dann seht ihr, es verändern sich nur noch die Nullen, also das Ergebnis oder die Zahlen rücken immer weiter nach hinten. Das heißt, hier haben wir, also geht der Graph gegen 0. Und daraus folgt, dass die waagrechte Asymptote bei y gleich 0 liegt. Also Asymptoten haben wir auch. Zu den Achsenschnittpunkten. Wenn wir uns das mal an einer Skizze, einer ganz groben Skizze klar machen. Wenn wir hier einen Funktionsgraphen haben, der so verläuft, dann wissen wir, beziehungsweise es ist klar, hier für den Schnittpunkt mit der x-Achse müssen wir den Funktionsterm gleich 0 setzen. Das machen wir jetzt mal. Also x minus 1 durch x plus 2 mal phi minus x. Das soll 0 ergeben. Dieses Ausrufezeichen drüber heißt, das soll gelten. Wir machen jetzt eine Äquivalenzumformung. Wir multiplizieren mit dem Nenner. Das heißt, mal x plus 2 und mal 4 minus x. Dadurch geht jetzt der Nenner quasi weg. Ich kann ihn kürzen und erhalte x minus 1 ist gleich 0. Daraus folgt x ist gleich 1. Also unser Schnittpunkt mit der x-Achse, kürzen wir mit einem großen S und einem tiefgestellten x ab, ist dann bei 1, 0. Für den Schnittpunkt mit der y-Achse müssen wir uns nur überlegen, was hier jetzt 0 ist. Und hier sehen wir, x ist 0. Und dementsprechend setzen wir für den Schnittpunkt mit der y-Achse auch in den Funktionsterm einfach 0 ein. Also x gleich 0 setzen. Haben wir 0 minus 1 durch 0 plus 2. Mal 4 minus 0. Also insgesamt oben minus 1 und unten im Nenner 2 mal 4 ist 8. Daraus folgt, ich habe meinen Schnittpunkt mit der y-Achse, der ist bei 0 minus 1 Achtel. Und fertig. Jetzt müssen wir die Ergebnisse noch zusammentragen. Wir haben die senkrechten Asymptoten bei x gleich minus 2
und bei x gleich 4. Die waagrechten Asymptoten bei y gleich 0. Schnittpunkt mit der x-Achse ist bei 1, 0. Und Schnittpunkt mit der y-Achse bei 0, minus 1 Achtel. Die senkrechten Asymptoten können wir jetzt schon mal einzeichnen und die waagrechte ebenfalls. Jetzt müssen wir uns noch darüber im Klaren sein, dass die senkrechten Asymptoten nicht geschnitten werden. Das heißt, hier darf ich nicht durchzeichnen. Im Endeffekt muss ich jetzt überprüfen, in welchem Teil, der hier unterteilt wurde, liegt mein Graph. Also entweder liegt er hier im ersten oder im zweiten, also von minus unendlich bis hier. Dann muss ich überprüfen, wo er hier läuft. Und da muss ich ja meine Funktionswerte noch einsetzen, die ich hier habe. Das heißt, ich weiß, meine Nullstelle liegt hier und mein Schnittpunkt mit der y-Achse liegt ungefähr hier. Und dann muss ich mir nur überlegen, ob er hier oder hier läuft. Das heißt, meine senkrechten Asymptoten teilen das ein bisschen ein. Und jetzt setze ich einfach mal einen Wert ein. Zum Beispiel f von minus 3. Da kommt dann 4 Siebtel raus. Das heißt, ich bin im Positiven ungefähr hier. Und daraus folgt, dass mein Funktionsgraph im ersten Bereich laufen muss. Also so ungefähr. Er muss sich natürlich der senkrechten Asymptote annähern. Er darf sie aber nicht schneiden. Also dieser Bereich bis minus 2 ist jetzt schon mal abgedeckt. Jetzt muss ich noch herausfinden, wo mein Funktionsterm im weiteren Bereich verläuft. Das heißt, wenn ich jetzt 0 einsetze, weiß ich ja, es kommt minus 1 Achtel raus. Das heißt, er ist hier unterhalb der waagrechten Asymptote und geht dann ungefähr so. Wie gesagt, das ist nur eine Skizze. Und f von 3 setze ich jetzt zum Beispiel noch ein. Hier kommt 0,4 raus. Das heißt, hier so. Und dann verläuft mein Graph so. Der nähert sich dann wieder der senkrechten Asymptote an. Er schneidet sie aber nicht. Und dann setze ich zum Beispiel noch ein f von 4,5. Und da kommt raus minus 14 Dreizehntel. Also ein negativer Wert. Ungefähr, ganz ungefähr hier. Das heißt für mich, mein Funktionsgraph muss unterhalb der waagrechten Asymptote verlaufen und der Graph schaut ungefähr so aus. Ihr könnt zum Vergleichen natürlich den Graphen im Funktionsplotter in GeoGebra mal einfach plotten und dann vergleichen. Wie gesagt, der schaut in etwa so aus. Wichtig ist jetzt, die senkrechten Asymptoten hier und hier, die werden nicht geschnitten. Ganz wichtig. Eine Asymptote generell wird nicht geschnitten, aber bei der waagrechten Asymptote haben wir ja hier auf einmal einen Schnittpunkt. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil die waagrechte Asymptote sagt nur etwas aus, was jetzt ganz weit rechts und ganz weit links passiert. Was in der Mitte passiert, darüber sagt die waagrechte Asymptote nichts aus. Er sagt nur aus, dass dieser Teil des Graphen hier sich, je weiter ich mich nach rechts begebe, desto näher an die x-Achse heranrückt. Und genauso bei diesem Teil hier. Je weiter nach links, desto näher an die x-Achse. Und damit haben wir jetzt den Funktionsgraphen skizziert.